Okay, dann muss ich jetzt was machen. Konsentieren. Ach so, vielleicht, ja. Genau. Muss man, Richtig. glaube ich, hier das Licht anlassen. Ich habe so ein hartes Licht. Ja. So. Besser, ne? Ja. Sehr schön. Ich habe mir jetzt noch mal das Stück auch durchgeguckt in der Partitur. Und die Startfrage war ja klar für das Gespräch. Die war ja immer, ob es diesen Mittagsschlaf wirklich gegeben hat. Von dem du Und ich werde hier Entwurf. das Vorwort natürlich einblenden, den Werkkommentar. Es ist ein Traumstück, oder? Ein. Also ja, also ich liebe Mittagsschlaf. Ich habe übrigens auch heute einen gemacht. Ich komme nicht immer dazu, wenn ich dann irgendwie unterrichten muss oder wenn irgendwas dazwischen kommt. Aber halte ihn normalerweise heilig und schlafe nachts eher wenig, einfach auch oft auch irgendwie aus Zeitstressgründen. Jetzt habe ich ja gerade eine Oper fertig geschrieben, da hatte ich auch wieder viel, eine lange Zeit ohne ordentlichen Nachtschlaf und da ist der Mittagsschlaf ganz wichtig. Und interessanterweise ist es nicht nur ein normaler Schlaf, also oft, sondern gerade wenn ich so tief in so einem Schaffensprozess drin bin, dann, weil das ein leichterer Schlaf ist, denke ich, ist das eigentlich fast eine Meditation über das, was ich da gerade komponiert habe oder die Dinge, die ich jetzt Ja. gleich Nachmittag komponieren möchte. Und das ist dann so eine interessante, so ein Ja, Zwischenbereich, ne? Zwischen genau, im Zwischenbereich ist es auch so ein Wirbel, genau, Wirbel ist das Wort halt gesucht, so ein Wirbel im Kopf, der quasi sich damit intensiv beschäftigt, aber alles ein bisschen irgendwie nicht in der ordentlichen Reihenfolge, nicht so in einem bewussten, in einer bewussten Ordnung, sondern das Material, um das es geht, ist da irgendwie so überall da und wird da verwirbelt und dann kommen da manchmal interessante Sachen raus. Und es ist jetzt nicht wahnsinnig oft, aber doch immer mal, dass ich irgendwie aufwache mit einer Lösung sozusagen, die Ja. ich sonst nicht bekommen hätte. Das finde ich dann immer sehr Ja, spannend. berühmt sind ja die Benzolringe, die ja auch von dem Ah. Chemiker im Traum, also in ihrer Gestalt im Traum entdeckt wurden, weil das sozusagen ein ungelöstes Problem war, was auf die Weise dann einsichtig wurde. Und Träume an sich sind ja so faszinierend. Gibt ja die Leute, die dann die Träume auch beeinflussen können, luzide Träume und alles Mögliche. Dann gibt es ja auch noch mittlerweile wahnsinnige Filme. Dieser eine, wo sie in den einen Traum und dann noch tiefer in den nächsten Traum eintauchen. Ja. Bei Bloch spielt das ja auch eine Rolle in, zum Beispiel in Spuren, seinen frühen kurzen Erzählungen oder Aphorismen, lange Aphorismen. Und viele erweisen sich dann im Lauf der Erzählung auch als Super. Träume. Und insofern hat das Stück auch schon dadurch einen Touch von Ernst Bloch. Ich habe eben besucht, wir haben ja auch ein Konzert im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen gemacht, wo unter dem Fußboden des Veranstaltungsraums sein Arbeitszimmer aus Tübingen eingebaut ist, unter einer Man kann Glasplatte. Und man kann klasse. oben drüber laufen. Aber ich wollte jetzt gucken, ob da vielleicht ein Chaiselong oder eine Liege für einen Mittagsschlaf drin steht. So ist es aber nicht. Da gibt es nur Gibt's einen nur Sessel, einen Sessel. aber einen Pfeifenrauchsessel. Man kann Rauchsessel. natürlich im Sessel auch unheimlich gut schlafen. Ist nicht mein Ding, aber ich kenne viele, die im Sitzen ihren Mittagsschlaf Also es ist absolvieren. ja lustig, das Naja. Stück besteht ja aus Zitaten oder Einzelworten, Infinitivformen aus Zitaten, die du zusammengestellt hast aus Texten von Bloch. Genau. Nur der Titel ist eigentlich eine Aussage im Indikativ. Bloch träumt mit Punkt, glaube ich, so, ne? Stimmt, ja. Mit, Das glaube ist ich, mir so noch gar und nicht aufgefallen. Das ist völlig dann richtig, kommen ja. Bloch diese träumt. Worte, die aber auch, man wird das. Ich werde das hinterher vielleicht auch sehen, was da eigentlich, vielleicht diesen Teil mit über das Stück selbst oder über die Partitur reden. Wollte ich aber fragen, wie als du diese Anfrage oder dieses Vorgespräch hattest über Ernst Bloch, war das für dich eine feste Größe oder hattest du schon Bloch gelesen oder war das eher eine Neuanregung? Also, ich hatte von ihm gehört, aber mich nie ordentlich mit ihm beschäftigt. Deswegen war das eine sehr willkommene Anregung, mehr zu tun. Und ja, in der Musikwelt gibt es natürlich immer die Verwirrung, ne, mit Ernest Bloch Ach, und auch Ernst das noch, Bloch. ja. Genau. Deswegen, also das habe ich dann irgendwie erzählt. Ich komponiere gerade dieses Stück und in den USA zumindest haben viele dann immer gedacht, ich beschäftige mich mit dem Komponisten. Ja.
Und das war dann aber ganz nett. Dann konnte ich immer ein bisschen erklären. Und was er so geschrieben und gedacht hat, das liegt mir sehr am Herzen. Gerade das Nachdenken über Utopie und das Hoffen, dass er ja so oft, über das er so oft nachdenkt und das er so oft erwähnt. Es ist so passend für diese Zeit. Der Klimawandel, der auch durch meine Kinder mir, natürlich ist er uns gegenwärtig, wenn wir aus dem Fenster gucken, aber auch da, auch im Zusammenhang damit, Das war meine ja, ich. also bei dieser Stelle kann man es vielleicht auch erwähnen, du lebst ja und arbeitest in den USA. Und Ernst Bloch hat ja auch in seiner Biografie eine Exil-Episode, eine längere sogar in den USA. Der hat sich aber, da gibt es ganze Untersuchungen drüber, dafür entschieden, sich zum Beispiel sprachlich nicht zu integrieren. Er hat nicht richtig Englisch gelernt und hat sehr viel gearbeitet in seinem Exil an der Ostküste. Das wusste ich noch nicht. Ja, also er war in so einer Exil-Community natürlich mit Hanns Eisler eng befreundet und da ging es natürlich um europäische Traditionen und europäische Geistesgeschichte. Das ist wahrscheinlich in New Mexico nicht so, oder es ist weiter weg, ne? Ja, also eine Ja. Community, aber es gibt eine kleine deutsche Community tatsächlich. Es ist da schon auch eine, auch da ein bisschen eine Verwandtschaft in dem Sinne, dass ich ja, meine Musik hat sich dadurch, glaube ich, schon geändert. Ich bin ja jetzt schon 18 Jahre am Hin- und Her-Tingeln, vor allem zwischen USA und Deutschland. Aber im Prinzip wohne ich dort und hier. Und es war eine bewusste Entscheidung, auch wenn mein ganzes Unterrichten und so eigentlich in den USA seitdem stattfindet, ich den Kontakt hier nicht abreißen lasse, beziehungsweise andersrum, dass ich bin immer noch hier künstlerisch mehr verankert. Ja. In den USA, andererseits ist es da, in New Mexico spezifisch, da bin ich seit 2010. Ist ja das Schöne, dass die Natur unglaublich wild noch Ja. ist und gewaltig groß. Ja, um die Stadt Albuquerque herum ist einfach Natur. Und dann kommt Ja. erstmal stundenlang nichts. In die nächste Stadt mit dem, nächste größere Stadt mit dem Auto. Gut, es gibt Santa Fe, das ist eine Stunde weg. Und ansonsten Phoenix sind 7 Stunden mit dem Auto und Denver sind auch nochmal 7 Stunden mit dem Auto in eine andere Richtung. Und da ist dazwischen wirklich eigentlich unberührte Natur, relativ unberührt. Und in den Süden runter auch lange, lange, bis da kleinere Städte kommen. Das führt so ein bisschen zu so einer Mentalität. Alle, so, die ich jetzt so kennengelernt habe, Künstlerinnen und Künstler, die machen im Prinzip, was sie wollen und lassen sich gegenseitig freundlich in Ruhe, aber sind natürlich auch freundlich interessiert. Aber es ist überhaupt nicht das, was ich hier so, wo man auch in Deutschland einfach ein bisschen müde werden kann, dass irgendwelche erbitterten Grabenkämpfe geführt Ja. werden. Und so, das ist ja auch interessant und macht ja manchmal auch Spaß, wenn man da irgendwie einen Diskurs führt, aber es kann auch einfach frustrierend werden oder ja, unproduktiv. Und das in den USA ist es, also in New Mexico, in USA so groß ist überall anders. Ich habe ja auch in anderen Orten da gelebt und das ist dann schon in Boston Ja. zum Beispiel und Cambridge, Massachusetts viel eher vergleichbar mit Deutschland oder so, aber eben in New Mexico, Albuquerque, ja, da ist man als Mensch irgendwie viel kleiner und es ist ein bisschen mehr egal, was man macht, sozusagen, weil es so, ja, weil irgendwie der Raum drumherum größer ist. Wir haben ja schon mal neulich Witze drüber gemacht. Ich kann es mir in etwa vorstellen aus den Serien, die dort spielen, den Netflix-Serien, wo man ja ein Man hat bisschen ein einen bisschen. Eindruck von der Wüstenumgebung und diesen räumlichen Verhältnissen kriegt, die eben anders sind als in Rhein-Neckar oder in Genau. Stuttgart. Naja. Jetzt schreibst du ja für Heidelberg auch eine Oper im Moment. Oder Die ist jetzt fertig, ist genau. jetzt fertig, aber so mit einem sehr deutschen Thema. Die Arbeit hast du aber auch natürlich auch in New Mexiko. Auch in New Mexico, aber da habe ich tatsächlich, wenn man jetzt, also sie ist die Arbeit, die ist ja seit Jahren sozusagen, das war ja mehrere Jahre Vorlauf.
Und da habe ich viel in New Mexico gemacht, aber auch recht viel in Deutschland. Und wenn man jetzt einfach guckt, die Klanglichkeit, bevor ich in die USA ging, und da ist auch noch ein Indien-Aufenthalt ganz wichtig gewesen für Ja. mich, 2002 war der. Da ist in meiner Musik weniger Platz davor. Da ist alles, ich neige eher zu kurzen Stücken, immer noch. Aber davor war es noch, es war fast, naja, es war nicht wirklich wie Webern, aber es war so ein bisschen ähnlich von der Enge der Tonen und so. Und ja, und das hat sich mit den Jahren, das Fließen der Zeit hat sich mit den Jahren geändert in meinen Stücken. Und jetzt mit Sophie Scholl, das Thema der Oper, ja, das, ich glaube, seitdem und auch davor schon ein bisschen ist es relativ, oder zumindest bei dem Stück, relativ egal, wo ich mich befinde, wenn ich tief in dem Kosmos drin bin. Insofern, sicher verändert sich meine Musik hoffentlich immer weiter. Und ich schreibe nicht immer denselben Kram, das hoffe ich doch sehr. Aber das konnte ich ganz, das war so stark schon präsent, diese Oper, dass es im Prinzip, ich konnte das irgendwie gut transportieren von hier nach da und wieder zurück. Und waren ja auch, es war ja eine Zeit von konstanten Treffen mit der Ulrike Schumann, die den Text geschrieben hat. Und dann auch die Regisseurin war relativ früh dabei. Und das geht ja mit Hilfe von Zoom mittlerweile überall. Oder wir haben uns getroffen, wo wir gerade zufällig alle waren. Und wie gesagt, ich bin ja recht häufig auch hier. Also das war genau eigentlich unerheblich, wo ich da war. Natürlich musste ich auch da, wenn ich darüber geredet habe, mir erklären, wer das eigentlich war. Und ja, wahrscheinlich von außen betrachtet, ach so, deutsche Komponistin, na klar, die muss was über Nationalsozialismus machen. Weiß nicht, ob der Gedanke dann auftaucht, aber es ist ja ein bisschen was Wahres dran auch. Naja, man kann sie auch als eine Art Verpflichtung sehen, ohne dass Dass man man jetzt auch selber selber die die Geschichte. Geschichte korrigieren muss. Aber klar, es ist auch, wir so oder so müssen wir uns natürlich damit identifizieren, auch im Ausland. Richtig. Jetzt ist ja wahrscheinlich die Herangehensweise, wenn du dich dem Bloch über dem Ernst-Bloch-Text über diesen Traum Zugang Mittagsschlaf, diesen Zwischenbereich genähert hast, ein ganz anderer als bei der Vertonung eines Opernlibrettos mit einer mehr oder weniger linearen Handlung, nehme ich an, oder durchbrochen linearen Handlung, weil du hier gar nicht gezwungen warst, möglicherweise in einer klaren Semantik oder in rhetorischer Zwangsläufigkeit zu komponieren. Stimmt. Also das Stück hat ja eine große, da passiert sehr viel auf einer klanglichen Ebene, dass sehr viel Zeit da ist für die Vorbereitung von Ereignissen und dann den Übergang von einem Ereignis zum anderen, wo die Abgrenzungen gar nicht klar sind. Auch die Abgrenzungen zwischen den einzelnen Textbestandteilen sind nicht zwischen einem Wort und dem nächsten, sondern es überlagert sich manchmal und verdichtet sich auch auf die Weise. Ne? Genau. Das war total schön, auch dass das quasi so innerhalb dieser Opernkompositionszeit war, weil das war so ein bisschen ein Stück, das war was, es war halt einfach ohne den nationalsozialistischen Ballast, das war eine schöne Leicharbeit im Sinne von unbeschwert so. Und ich habe das wirklich sehr genossen, da ganz genau wirklich eigentlich mir die Freiheit zu nehmen, zu machen, was ich will, mit der Klanglichkeit und allen möglichen Dingen, auch wie ich die Singstimmen komponiert habe, völlig das Gegenteil von Oper. Und die Verben, die da vorkommen, sind tatsächlich auch mehr Material als was anderes, obwohl sie natürlich auch geordnet sind, so ein bisschen. Die Bedeutung ist wichtig in dem, wie sie geordnet sind und wann sie auftauchen. Ja. Und vielleicht ein bisschen, mit welchen sie sich quasi überlappen, welche da gleichzeitig immer so Ja.
ist immer so eine Schnittmenge, wenn man jetzt irgendwie diese Verben aufschreiben würde, man würde irgendwie so einen Kreis, so eine Art Spotlight da drauf, dann hätte man immer so eine kleine Ansammlung von Wörtern, die gleichzeitig erscheinen und am Ende ist es aber dann sogar etwas ordentlicher und sie es gibt auch mal dann nur eines oder sogar im Unisono, was vorher ja wenig passiert. Da ist ja viel mit kleine kontrapunktische Linien und so. Man kann eigentlich nicht wirklich verstehen, was da gerade, welches Verb da gerade dran ist. Das ist Ja, aber auch unwichtig sozusagen. ja. Es geht, es ist ja am Anfang gleich so, also auch aus der Sicht der Instrumentalisten, ungewöhnlich, dass die erstmal auch mit der Stimme gefordert sind. Dass sozusagen die Vorbereitung, dass du, am Anfang heißt es ja stimmlos gefärbt, dass die Stimme selbst als musikalische Komponente auch erstmal eingeführt werden muss, anhand eines konsonantischen Rauschens im Grunde. Ne? Und das wird ja, da, was ist das erste Wort? Ich glaube, Machen wir ja ein Sch. ich habe die, ja. Ah, das blende ich dann Ja. ein. Es gehört zu mehreren, das Sch. Moment, da kommt dann Zu was warten, glaube ich. Warten. gehört das zu überschreiten Erwarten. oder? Erwarten ist im Prinzip Also. das Erste, was so vollständig kommt. Und diese stimmlosen Laute Sch und Pf kommen da, die gehören zu verschiedenen. Aber im Prinzip, Moment, ich muss nochmal, ich konnte meinen Ausdruck hier nicht finden, das habe ich auf dem Monitor. Überschreiten ist, genau, da ist das Sch, ja in der Mitte. Auch eins der zentralen Verben, das kommt immer wieder. Kommt aus dem Denken, heißt überschreiten. Ich dachte, da war noch eins. Nee, das ist eigentlich glaube ich so das einzige mit SCH. Ja. Es gibt natürlich auch noch das Leuchten, aber das verwendet, weil das kommt ganz am Ende erst. Interessant finde ich, dass es treten ja dann so Verdichtungsvorgänge ein und dann ist, gibt es eine ja, Textur oder Technik, die du Pulsationen nennst, also wo auf mehreren Ebenen nicht identische Rhythmen sich so gegeneinander verschieben und eigentlich so komponiert sind, dass es eben nicht zusammen ist oder nur ab und zu. Das passiert aber alles ohne Pausen. Es gibt, glaube ich, in dem Stück gar keine klanglichen Pausen. Ich glaube, eine einzige kurze, da ist aber immer das Pedal. Ja, ich weiß, genau, da war ich ja dabei. Stimmt. Und insofern richtig, da gibt es eigentlich wirklich keine Stille in dem Sinne. Ja. Die Pulsationen, sowohl als auch dieser Anfang aus dem Lautlosen, hat natürlich alles auch mit dem Vorgang des Schlafens so ein bisschen zu tun. Wenn man jetzt luzide schlafen würde oder wenn man sich dessen bewusst ist, dass man gerade schläft, ist ja eigentlich meistens nicht der Fall, aber vielleicht doch ein paar Sekunden, bevor man tatsächlich ganz schläft. Da ist es ja schon so, dass man auch dem eigenen Atem lauscht oder dass der eigene Herzschlag ist ein kleiner Aspekt davon in dem Stück immer wieder. Aber es kommt irgendwie von innen, ne? Aus dem Klang heraus und genauso wie einen ja beim Mittagsschlaf auch die Pulsationen von außen eher stören würden oder Richtig. die Außengeräusche. Genau. Es ist ein echt ungestörter Mittagsschlaf. Ja, es gibt so eine tolle, ich schneide das hinterher raus, aber es gibt so eine tolle Szene bei Pasolini in dem Matthäus-Evangelium-Film, wo man nicht genau weiß, ob das ein Schnittfehler ist oder nicht, wo der Josef nämlich mittags eindöst in der Sonne und man hört immer spielende Kinder im Hintergrund und plötzlich ist absolute Stille, also die Kinder sind weg und dadurch schrickt er auf und dann steht der Engel vor ihm und macht die zweite Verkündigung über das Kind und das ist eine absolut schockierende Stille, weil dann eben auch dieses mehr oder weniger im Hintergrund pulsierende Kinderspiel. Sowohl beim Spielen als auch, glaube ich, beim Hören kann man nicht so richtig die Länge des Stückes abschätzen. Man verliert das Zeitgefühl ein bisschen. Also sind ja, Ja, das hoffe ich. bei YouTube wird man es natürlich sehen, wie dass es 6,5 Minuten dauert oder 7, aber das ist ja eigentlich, das spricht nicht gegen das Stück, dass man also sich wirklich auf diese Ebene begeben muss oder dass man gar nicht die Wahl hat, Ja, das ist sehr schön
wahrgenommen und gehört. Ganz genau, das war ja ein Ziel oder es war ist ein Bestreben bei dem Ja. Stück. Ich sagte vorhin schon, ich neige zu kurzen Stücken. Ich hätte das Stück auch gerne länger irgendwie, aber das war, also komponieren finde ich, es ist anstrengend für mich. Und das war alles quasi, was ich da so raus holen konnte in dem Ja, Moment. ja. Genau, aber zumindest 6 oder 6,5 Minuten Verlieren des Zeitgefühls ist ja schon auch ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja. klar. 20 Minuten Könnte wäre natürlich man. super, aber Ja. da wird es mir dann als Zuhörerin oft auch zu lang. Deswegen neige ich auch zu den kurzen Stücken, weil ich sie selber ganz attraktiv. Ja. Naja, es ist ja vielleicht auch eine Bedingung dafür, dass man so auf dieser textlich, auf der nicht eindeutig inhaltlichen Ebene bleibt, sondern in diesem Zwischenbereich. Genau, wenn Oder man so. jetzt hier ganz genau, wenn man so ein plötzlich sowas ja, semantisch verständliches hätte, wäre es auch so ein bisschen ein Schocker irgendwie. Das ist am Ende ja ein bisschen so, wenn man das, wenn man da wirklich die letzten 2 Seiten. Aber es ist nicht so wahnsinnig offensichtlich. Ja. Deswegen, genau. Im Prinzip ist bei dem Stück ganz generell auf verschiedenen Ebenen, nicht nur die textliche, auch sonst, du hast es ja schon angesprochen mit denen, wie hast du gesagt, dass Dinge vorbereitet werden, relativ lange Zeit und dann so ineinander fließen. Also Ja. relativ viel ist so. Es sind viele Übergänge, die man auch erst im Nachhinein realisiert, ne? Dass man sich jetzt von A nach B bewegt hat oder dass sich Parameter geändert haben. Das ist Dann, aber es bestimmt so, erinnert ja. natürlich von der Zeitgestaltung an solche Stücke wie das Lohengrin-Vorspiel, wo auch sich die Sachen sehr langsam entwickeln und man erst im Nachhinein merkt, dass überhaupt was passiert ist oder was sich ereignet hat. Was wir leider im Internet natürlich nicht so ganz hundertprozentig rüberbringen können, ist die Rolle des Raumes. Du wünschst dir ja im Vorwort eigentlich, dass der Raum selber einen großen Nachhall hat oder eine große Räumlichkeit auch und dass Stimmen oder Instrumente im Klavier mit resonieren. Das Pedal ist ja auch so. Mal gucken, ob man das, wie stark man das hörbar machen kann. Das ist ja aber auch fein, dann hat man ja zumindest ein Argument, dass man das unbedingt noch mal live hören Ja, müsste. da eben die Argumente leuchten uns auch alle ein. Also es ist ja auch das Ziel, die Stücke noch mal auch in andere Zusammenhänge einzubinden. Jetzt ist ja schade, dass jedes Stück so vereinzelt ist, dass es gar keine Koinzidenzen gibt und keine Bezüge. Wir haben ja durchaus eben auch Kollegen von dir, die sich auch mit Bloch auseinandergesetzt haben, auch zum Teil zum ersten Mal, manche auch nach einer langen Vertrautheit mit Bloch und das wäre jetzt schon sehr interessant, die direkter zu vergleichen. Kann man aber auch anregen auf diesem Wege, dass das im Internet ein bisschen durch hin und her klicken vergleichbar ist, Ja, die verschiedenen absolut. Ansätze. Stücke sind ja alle sehr verschieden geworden und das ist, glaube ich, auch bei so jemand wie Bloch nicht verwunderlich, der ja doch auch sehr viele Verbindungen beim Denken sich zugetraut hat, die nicht jeder Philosoph jetzt machen würde. Macht ihn ja auch ein bisschen unhandlich in mancher Hinsicht. Ja, und faszinierend für Künstlerinnen und Künstler aber auch. Ja. Schön ist da bei deinem Stück natürlich auch, dass Bloch selber im Titel vorkommt. Da ist sofort klar, wo sich das Ganze abspielt. Also außer wenn wir an den anderen Komponisten denken. Ich glaube, ich habe dann direkt Ernst Bloch hier irgendwo geschrieben. Auch, dass es in der Gegenwart stattfindet. Also das ist das Nachleben von Bloch. Genau, ganz genau. Wer weiß, vielleicht träumen ja die Toten immer noch, das wissen wir ja. Ja, zumindest als Idee wäre ja auch bei Sophie Scholl nicht uninteressant. Das stimmt und das Okay. kommt so direkt jetzt nicht vor, aber es gibt schon so ein paar überzeitliche Szenen da. Und in der Oper gibt es ja auch nicht nur eine Zeitebene, gibt ja nicht nur die Ach so. Zeitebene von Sophie, sondern auch eine heutige. Und insofern, Ja. es gibt auch das Wort Träumen mehrfach in der Oper. Ah ja, das ist ein guter. Wann ist die Premiere denn nochmal? Die ist Ist am jetzt 1.10. am 1.10. Gibt es ein paar weitere Aufführungen noch im Oktober, dann gibt es eine längere Pause und weitere Aufführungen im März, April, Mai nächsten Jahres. Ah ja.
Das heißt, egal wie sich die Lage jetzt entwickelt, das wird auf jeden Fall Ich denke, möglich sein. ja, ich glaube, Ja. das war so ein bisschen der Hintergedanke, dass wenn wir im Oktober nicht offen haben, dann wenigstens im März, hoffentlich. Aber drücken wir mal die Daumen, das ganz im Sinne mit Ernst Bloch. Wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Sehr schön fand ich übrigens bei den Zitaten das allerletzte, was auf die nächste Seite gerutscht ist, dass der Mensch ist immer ein Lernender, die Welt ist ein Versuch und der Mensch hat ihm zu leuchten. Das passt nämlich auch nach Amerika eigentlich gut, ne? Weil zum Beispiel von Emerson gibt es ja dieses berühmte, nicht Emerson, der Versandhandel, sondern der Philosoph, ja. Der auch sagte, the world exists for the education of each man. Das, was auch eigentlich dieses Hoffnungspotenzial schon mit drin hat, oder auch die Verpflichtung, aber auch aktiv was zu tun. Also eben das Hoffen ist ja nicht nur abwarten und Nein, irgendwie. das sagt der Ernst Bloch auch ganz deutlich, Ja. mehrfach. Aktives Handeln und Ja. Hoffen. Ja, und das wirkt bis in den Mittagsschlaf Ach du. hinein, die Verpflichtung. Nee, toll, ich glaube, wir haben. Bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Ich werde es jetzt ein bisschen kürzen, aber.